Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Wir sind in Sokolovs Haus. Und haben keine Waffen. Doch, natürlich haben wir Waffen. Wir sind nur zu blöd, sie einzusetzen. Das wäre jetzt aber ganz, ganz knapp. Ich würde sagen, wir probieren die Strategien etwa vom letzten Mal. Wir stellen uns diesmal nicht so doof an. So, dieses Ding müssen wir ausschalten und dafür müssen wir es umgehen. Verdammt! Wieso ist das jetzt umgebracht? Weil es sonst keine Möglichkeit gibt. Ich kann nicht, wenn die schon in Flucht, in der Flucht sind noch. Sie müssen nur das quasi deaktivieren. Boah, Gott sei Dank. Die Lichtwand wendet sich jetzt gegen deine Gegner, ich sag's dann. Ja. Das heißt, mir kann's wurscht sein. Ah, das ist lustig. Wenn die bewusstlos. Tote trifft es nicht ganz, ich würde eher bewusstlose Person sein. Sie hast du umgebracht mit dem Messer. Gut, dann muss ich sie ganz besonders gut verstecken. Hier sollte sie keiner entdecken. So, und jetzt hier die Wahlstation. So, jetzt hat hier nichts mehr Strom. Hoffe ich zumindest. Nein, du kommst jetzt hier nicht rein, oder? Das Öl muss aufgebraucht sein. Komm, geh schon irgendwo anders hin. Keine Sorge, ich finde dich schon. Das ist jetzt doof. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ihr müsst jetzt mal in unterschiedliche Richtungen schauen. Ja, dann schau. Ja, das ist das Problem. Ich kann den jetzt nicht ruhig stellen. Weil ich hinter ihm sein muss und nicht neben ihm. Aber vielleicht. Ich bereite vor und wenn der sich einmal umdreht in die falsche Richtung. Ja, 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 bitte, 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 bitte. Nein! Bleib doch nicht so stehen, du Trottel! Schneller, 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 schneller. Jetzt findest du es nicht, oder? Viel zu spät. Du kannst ihm nicht. Irgendwas passt nicht. Vielleicht kann ich den so von hinten. Du umzauderst, du hast ihn schon lange gehabt. Du bist ein Kuh. Ich hab die falsche Taste erwischt. Na, tut mir leid. Nein, es tut dir nicht leid. Verdammt, Sokolovs Hausschlüssel. Ja, den hat einer gesehen. Von den Typen, ganz sicher. Nein, das sind den hat Sokolov gar. Wer ist denn das? Wer denn? Es waren nur Ratten. Ganz sicher.
ruhig verhalten. Bei den Augen des Outsiders langsam krieg ich Schiss. Ja, ja, hol dann endlich. Nein, der ist immer noch. Nein, der steht aber verkehrt zu dir. Warum holst du denn nicht? So lange, weil du tust und eine damit ins Zimmer. Nein. Du hast ihn draußen liegen lassen. Nein, jetzt ist gehen. Der verschwunden. Nein, der liegt draußen. Wo liegt der draußen? Na, da liegt er. So. Türen zu. Türen zu. Ganz nice. Okay, ein Aufzug. Ohne Walöl. Na super. Gut, müssen wir halt zu Fuß gehen. Wobei, da gibt's eh was. Ja, vielleicht. Na, hier liegen einige Sachen. Wichtige Munition. Das Zeug brauchst du alles nicht. Betäubungsbolzen 2 Stück. Und normale. Na gut, die normalen Bolzen sind jetzt eher für den Arsch, aber. Verarbeitung von Walöl. Ich glaube, die haben wir schon einmal gelesen. Was ist das für ein Schalter da? Leeren Walöltank auswerfen. Ja, du hast das ja in Aufzug eine tun. Ja, nur wo ist eine Walölfüllstation? Also. Sekunde, ich schau mal, ob wir eine finden. Aber, Moment, wenn man das Herz, laut Herz müsste, irgendwo ein Stückchen weiter oben. Ja, das ist nice. Eine Rune sein. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25. In Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir nach dem Traum erschien, großes Potenzial besitzt. Wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Den charakteristischen Bewusstlos machen und dann holen. Nach zu urteilen. Schließlich wieder mal. So. Ziel! Sehr gut. Wer den Bericht lesen möchte. Moment, da ist wer, oder? Der lebt noch, oder? Der bewegt sich, oder die bewegt sich. Ich habe nichts, was ich gebe. Vielen Dank. Wer immer Sie sind. Er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Alter, das ist sehr unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Da draußen ist jemand! Ja und? Ein Sokolov vergießen, gell? Ja gut, Level. Ah! Sehr gut. Nein. Level Elixierflasche jetzt. Elixierbrauen. Gut, wir sind voll. Mit Elixieren. Das heißt, wir. Ja. Wir schauen, dass wir den ruhig stellen, wenn der sich umdreht. Und dann einen Abgang machen. So. Und tschüss, wir sind weg. So, Sokolov liegt hier. Ja. Gut. So. Jetzt könnten wir natürlich einfach so abhauen. Ja. Sollen wir das machen? Scheiße. Du hast ihn mal runtergeschmissen, nämlich. Ach, Kacke. Ach, Scheiße. Weißt du, ich kann mit dem Typen auf den Schultern zwar herumlaufen, aber eine Kette mit dem Typen kann ich nicht. So, ich habe nichts, was ich geben könnte. Oder, nein, jetzt bist du frei. So, und halt die Goschen. So. Diese Ansicht geht mir so auf die Nerven.
Erbe. Ja, du siehst nichts mehr. Was ist so wurscht? So. Das ist dir lieber? Ja, sicher. Mir aber nicht mehr lieber. Ich bin weil du ein Zombie bist, deswegen ist der Rot lieber. Das ist Rot. So, dreh dich um, mein Freund. Mein ganz bisschen. Und jetzt schau vorher wegen am Weg. Schau mal da, Viere. Gott, Viere. Vielleicht kannst du dich runterbeamen mit ihm, ich weiß ja nicht. Ins Wasser? Nein, im Wasser erst auf der Rücken. Aber, Wasser nicht, oh. Aber da kann ich mich ja beamen. Ach Gott. Also wieder den ganzen Weg runter. Oder rum. Beziehungsweise. Oder vielleicht da? Nein. Gut, vergiss es. Ich glaube, da drüben war die beste Möglichkeit. Ach, Kacke. So, Sokolov, komm mit. So. Mit ihm, ja. Ja, mit ihm kann man sich beamen. Mit Leichen kann man sich immer beamen, beziehungsweise mit bewusstlosen Personen. So. Die Sache ist, wir sind jetzt kampfunfähig. Ja, du, wo müssen wir denn überhaupt hin? Samuel, da drüben. Eben. Der ist ja da, ja. Nein. Dort haben wir den Alarm ausgeschaltet, das heißt, das ist unser. Da, links oben. Links oben, nicht rechts auf. Gut, da können wir die Lichtwand. Ich werde dich mal kurz hier lassen. Ich hab's nicht deaktiviert. Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen keine Details. Oh, wenn die ausschwärmen, heißt das, die kommen hierher. Na, warte ein bisschen, bevor du auszugst. Ja, die kommen hierher. Gehen die doch unten irgendwo hin? Oh Gott, du bist so botschert manchmal. Ja, da auf wirst du nirgends kommen. Hast du nur Zeit, dann bist du gleich erwischt da. Das geht nicht! Schon begriffen? Scheiße. Aber ich glaube, ich kann mit dem Typ nicht schwimmen. Da, hinter den beamt die Obe. Bist ein. Warum hast du nicht hinter den in den Durchgang oben? Wohin? Ich kann mit dem nicht schwimmen, dort unten ist überall Wasser. Dort nicht, da ist ein Durchgang gewesen. Wo ah, okay, rauskommen. Ja, verdammt. Jetzt ist spät. Das musst du mir ja vorher sagen. Das musst du sehen, bitte. Wenn das der Typ ist. Ich schau nochmal von hier. So, bitte. Und geh wieder, tschüss. Was dauert das so lange bei dir? Der Entschuldige. Die wäre. Was für ein Zeug? Der Transporterstuhl. Aufpassen. Ah, Moment, jetzt kann ich hier einfach. Ja. Das ist mir doch lieb. Ausschwärmen, es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Sehr gut. Perfekt, niedriger Chaosfaktor. Mhm. Einen Zivilisten eliminiert. Ja. Naja, gut, kann man verschmerzen. Alle Runen, alle Knochenartefakte, den Outsider-Schrein, das Gemälde von Sokolov leider nicht. Mäßig viele Münzen. Ja. Aber wir haben den Tresor ausgeraubt und die hilflose Frau von den Ratten gerettet. Ist, kann man als Erfolg werten.
würde ich mal vorschlagen. Ja. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Gut gemacht, Corvo, gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Na, wir... Ja, Emily gute Nacht sagen. Ist eigentlich mal eine auch in dieser ganzen grausamen Welt eine liebevolle Option. Apropos, ich möchte unbedingt Betäubungsbolzen kaufen. Bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Ja, ja, gib mir deine Sachen, Alter. Schleichschuhe. Geil. Ah, Betäubungsbolzen ist ganz wichtig. So. Verbesserung. Was ist denn Schleichschuhe? Schleichschuhe, deine Schritte sind leiser. Oder? Hört sich nicht schlecht an, oder? Hast du eigentlich eine Pistole? Ja, aber die verwende ich nie. Ja, das merke ich. Für was hast du das dann? Oh ja, weil die tödlich ist. Ich versuche hier möglichst ohne Tote durchzukommen. Aber Schleichschuhe hört sich, glaube ich, gut an. Genauso wie... ich würde dann noch gern... Bolzenkapazität, hallo. Warum brauche ich Bolzenkapazität? Na, dass du mehr Bolzen mitnehmen kannst. Ja, aber das gilt nur für normale Bolzen, nicht für Betäubungsbolzen. Also. Maskenoptik und den Rest spare ich mir auf. Nein. So, danke schön. Oh, hier sind wieder ein paar Sachen gespawnt. Fragen Sie ihn, wie verwirrt die Akademie war, ihn zum kaiserlichen Arzt und die Formel meines Elixiers stehlen konnte. Können Sie das tun? Der ist ziemlich angepisst. Vertrauen Sie es so. Aufgrund des besonderen nicht in Sachen Wahlanatomie. Ah, jetzt kommt das erst mit Custis und Morgan Pendleton, die wir schon seit einer halben Ewigkeit eliminiert haben. Naja, gut, ich schaue mich hier nochmal überall um, weil... hier sind immer ganz gute Sachen dann noch. Hier ist es... hier spawnen immer super Sachen. Oder die kaufen sie sich neu, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch wurscht. Alter, aufmachen und lasst mich auch rein. Bin auch wichtig. Die Stimme der Pendletons. Ist hier wieder was Wichtiges drin? Nee. Kauft euch mehr gute Sachen, die ich euch stehlen kann. Indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Sehr gut. Sekunde, dann... so, Mana aufgefüllt. Ja, ich denke von nun an dran, dass ich an Wasser mein Mana regenerieren kann. Ich frage mich, wo ist jetzt Emily? Emily müsste doch eigentlich irgendwo hier sein. Na, geh auf. Oben meinst du es, Emily? Ja, das schaut ein bisschen nach Emily aus. Ah! Alter, nein, das schaut aus wie, keine Ahnung, ob das Kalista war oder irgendwer sonst. Aber auf jeden Fall war es nicht Emily.
Ja, komm, das Gemächt ist schön und gut. Ich will es nicht pennen. Ich will Emily sehen. Ich will Unreal Tournament spielen. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort muss Wasser aus öffentlichen Brunnen oder aus dem Fluss abgekocht werden. Der Hans da ist. Ah, Moment, nein. Im Turm wurde ja gesagt, wohnt die. Ah, das haben die ja gesagt sogar. Ah. Genau. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Können wir mit der reden? Bitte, lass mir eine Kerze. Es wird so dunkel und ich kann Mutter nicht sehen. Ich will nur eine Kerze. Wo ist Corvo? Hallo. Okay. Sie hat immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Ja. Manchmal ruft sie nach ihnen. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Oh. Man kann ja schon fast sagen, aus den ganzen Gesprächen hier könnte man meinen, dass Corvo fast ihr Vater wäre. Hm? Emotional wahrscheinlich, aber nicht viel anders. So. 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 Corvo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Kein Problem. Na, sie kann gerne hier bleiben, oder? Mhm. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Jetzt ist diese Badeszene, diese lustige. Und hier ist was. Emilys Zeichnung von Corvo. Emily, hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne große Maske. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Okay, das ist pflanzlich dahin. Gut, dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dishonored. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Ciao.